Hallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zur zweiten Folge Let's Play auf der wunderschönen Karte Elm Creek. Ihr wundert euch, warum bestimmt wieder August ist. Mir hat es das Safe Game zerschossen. Aber ist nicht schlimm, kann ich bei Null starten und nehme euch komplett von Anfang an mit. Erstmal ein ganz großes Dankeschön an die ganzen Abos, die ihr dagelassen habt. Und ein extra Gruß geht an René, Holger und Lars raus, alias der Sachsenbauer, für die ganzen tollen Tipps, die er mir gegeben hat. Und die versuche ich heute und in den nächsten Tagen umzusetzen. Aber nun starten wir erstmal. Wir ernten heute Feld Nummer 54. Das habe ich mir heute extra gekauft. Und ja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn ich euch von Anfang an mitnehme. Vielleicht können wir es das Let's Play dann ein bisschen interessanter gestalten. In den nächsten Tagen und Wochen kann ich dann mit euch zusammen den Hof wieder aufbauen, Tiere besorgen und dann die einzelnen Produktionen wieder in Betrieb nehmen. Das sollte eigentlich zu schaffen sein. Mein Plan hat sich etwas geändert. Ich wollte ja eigentlich erst pro Tag 2 Videos. Aber dadurch, dass ich versuche jetzt die Videos auf eine Länge von ungefähr 30 Minuten zu bringen und dadurch, dass ich sie nachher noch etwas bearbeite und zurecht mache, werde ich das wohl nicht schaffen. Also wird vorerst ein Video pro Tag kommen. Ich hoffe, das ist auch soweit okay für euch. Ich habe auch viele nette Kommentare bekommen. Danke dafür. Und ich hätte nicht geglaubt, innerhalb von kürzester Zeit überhaupt so viele Abonnenten, Likes oder Aufrufe zu bekommen. Anscheinend kommt das Projekt gut bei euch an. Finde ich sehr schön und super. Und das zeigt mir auch, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Heute ist erstmal bloß geplant, das Feld hier zu ernten und den Weizen werden wir dann einlagern in unserem Hofsilo. Und falls noch genug Zeit bleibt, werde ich das Feld noch ruppern, vorbereiten, vielleicht braucht es auch Kalk und dann für die nächste Aussaat vorbereiten. Heute ist ja nur der letzte Tag des Jahres und ich hoffe, ihr rutscht alle gut ins neue Jahr. Ich hoffe, wir sehen und hören uns im neuen Jahr wieder. Gute Besserung an die, die es momentan nicht so gut geht, die etwas krank sind, und natürlich an alle anderen, bleibt gesund. Und ich freue mich im neuen Jahr, euch dann alle zu sehen, zu hören oder auch eure Kommentare zu lesen, wo ich mich schon sehr darauf freue, diese auch zu beantworten. Wie habt ihr so geplant, den letzten Tag des Jahres zu verbringen? Wir werden den ganz in Ruhe hier zu Hause ausklingen lassen. Wir haben nichts weiter geplant. Wir werden auch nichts weiter machen. Oh, ich sollte mal die Strohablage anmachen. Jetzt bekomme ich ja kein Stroh. Ja, also ganz ruhig im Kreise der Lieben. Nichts Aufwendiges. Und ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das so macht. Gebt ihr eine große Party oder geht ihr auf eine große Party?
Ich habe auch schon rausgefunden, warum es mir das Safe Game zerschossen hat. Ich hatte wohl doch noch einige Mods im Ordner, die das verursacht haben. Diese habe ich aber gleich sofort rausgeschmissen und hoffe, habe jetzt nur wirklich das, was wir auch brauchen. Oder das, was ich auch gerne zeigen möchte an Mods, habe ich jetzt drin behalten und nun hoffe ich, dass es ja mir nicht mehr alles zerschießt. Dieses Video kommt heute ein bisschen später. Ich bin früher, nicht früher zum Aufnehmen gekommen. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht, dass doch nur pro Tag ein Video kommt. Aber durch die ganzen Tipps und Vorschläge, die ich bekommen habe, die ich auch gerne umsetzen möchte, schaffe ich zeitlich momentan einfach nicht mehr. Es wird vielleicht Tage geben, wo dann zwei Videos kommen, aber mein Hauptaugenmerk liegt jetzt darauf, dass ich ein Video mache, aber das ja toll wird oder ich versuche es toll zu machen. Ich bin im richtigen Land, im richtigen Leben kein Landwirt, also nehmt es mir nicht übel, falls es nicht allzu realistisch ist, wie ich das mache. Ich werde natürlich mein Bestes geben, realistisch wie möglich zu spielen. Aber wir werden sehen. Für Kritik bin ich gerne offen. Ich nehme auch gerne Vorschläge und Tipps an. Könnt ihr mir gerne jederzeit in die Kommentare schreiben. So, dann haben wir dieses Feld gleich fertig. Dann kann ich mir einen Ladewagen holen und das Stroh einsammeln. Und ja, ich denke, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass ich jetzt mit euch zusammen bei Null beginne. Ist es auch weniger stressig. Jahreszeiten habe ich angelassen. Ich habe pro Monat einen Tag. Fruchtzerstörung und Unkraut ist nach wie vor aus. Das werde ich auch vorerst nicht aktivieren. So, jetzt haben wir es schon abgeerntet. War ja nur ein kleines Feld. Dann tanken wir mal unseren Drescher ab. Dann kann der auch schon wieder zum Hof. Naja, was man halt Hof nennt. Momentan sieht der Hof noch so aus, wie er standardmäßig ist. Also noch nicht viel mit Unterstellmöglichkeiten. Aber das werden wir alles nach und nach in Angriff nehmen. Ihr könnt mir auch gerne mal euren Hof zeigen, wenn ihr wollt. Einige habe ich ja schon gesehen. Und ja, schaue ich mir gerne an. Vielleicht kann ich mir noch ein paar Tricks, Tipps abschauen, wie ich vielleicht den neuen Hof besser gestalten könnte wie den alten. Ja, im Trecker ist zwar noch ein Tannenbaum, obwohl Weihnachten schon vorbei ist. Vielleicht konfiguriere ich in den nächsten Tagen nochmal meinen Trecker um, damit nicht ganz so viel Pink zu sehen ist. Ich versuche mir eine gute Mischung zu finden,
zwischen meiner Lieblingsfarbe und halt, damit es nicht übertrieben wird. Gerne könnt ihr auch Vorschläge machen, wie wir das Let's Play gestalten könnten. Und ja, ich freue mich, eure Kommentare zu lesen. So, einmal blinken. Dann fahren wir mal auf den Hof. Dann kippen wir mal alles ab. So. Dann werden wir uns gleich noch einen Ladewagen besorgen für das Stroh. So, den stelle ich jetzt erstmal hier an der Seite. So, dann fahren wir einmal fix zum Händler. Ja, das Feld könnten wir auch noch abernten. Das gehört uns ja von Anfang an, ist auch schon erntereif. Ja, und in den nächsten Folgen, denke ich mal, könnten wir hier vorne was ansehen oder das nehmen wir wieder zum Hofbau. Ich guck mal, was ihr für Vorschläge habt. So, nein, eine weiter. Dann den Blinker wieder an. So. So. Ladewagen. Da. So. Ich denke, da sollte erstmal für den Anfang reichen. Da wir erstmal bloß Stroh sammeln, braucht er keinen Siliermitteltank. So. Koppeln wir den Sammelwagen einmal an. Dann fahren wir zurück zu unserem Feld, sammeln das Stroh ein. Da ich noch gerade kein Strohlager habe, lassen wir das Stroh erstmal im Sammelwagen drin. Sollte, denke ich mal, für den Anfang nicht so schlimm sein. So. Dann fahren wir mal zu der Bahn. Schalten den Ladewagen an. Ich hoffe, er kriegt den Haufen mit. Ja, da können wir noch mal rüberfahren. So.
Stroh kommt aber gut runter. Der Ladewagen füllt sich ganz schön schnell. Ich hoffe, der reicht für die 4 Bahnen. Der hat jetzt schon die Hälfte und wir haben gerade mal eine Bahn. Ich glaube, der Ladewagen ist ein bisschen klein. Aber gut, ist nicht so schlimm. Muss ich mir doch ein Strohlager vorher noch besorgen. Ja, das wird nicht reichen. Kriege ich die Bahn noch mit? Schön wär's. Nein, kriege ich nicht. Okay, wir fahren erstmal zum Hof. Verkehr habe ich noch an. Ich hoffe, er überfährt mich nicht allzu oft. Dann könnte man sich überlegen, falls wir die kleinen Felder behalten wollen, was wir da drauf ansehen wollen. So. Ich hoffe, wir haben ein Stroh- und Heulager. Heulager. Lagermöglichkeiten für Heu und Stroh. Ich habe eine Idee. Das machen wir weg. Das braucht eh kein Mensch. Das ist eh nur Deko. So. 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 Schaue ich mir das mal von dicht an. Ansonsten muss ich das zwischen der Aufnahme nochmal neu platzieren. Wie gesagt, ich bin kein Baumeister. Ich hatte schon im 19... Okay, das muss ich nochmal neu machen. Ich hatte schon im 19er meine Probleme mit dem Landschaftstool. Obwohl ich es eine sehr coole Idee finde. Aber ich habe das noch nie so wirklich hinbekommen mit dem Bauen. Irgendwo entstehen immer Hügel bei mir. So, komme ich jetzt hier raus? Jetzt hänge ich hier auch noch am Baum fest. Ah, wir sind aber noch gut rausgekommen. Gut, dann holen wir jetzt doch den Rest Stroh. Das lasse ich dann auch, also das Stroh lasse ich dann auch so lange eingelagert, bis wir irgendwann die ersten Tiere haben.
Jetzt holen wir noch die restlichen anderthalb, zwei. Weiß ich gerade gar nicht. Müssen wir mal gucken. Auf alle Fälle die letzten Bahn rein. Ja gut. Zwei und ein bisschen. Die sammeln wir mal jetzt noch ein. Und dann hoffen wir mal, dass dieses Safe Game nicht wieder zerschossen wird. Und was ich jetzt gleich nach der Aufnahme noch tun werde, ist, ich werde mir eine Sicherungskopie vom Safe Game machen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ich sollte vielleicht doch auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Somit haben wir unser erstes Feld abgeerntet. Ich hoffe auf weitere gemeinsame schöne Folgen mit euch, auch im neuen Jahr. So, noch einmal ein Blick auf den Trecker. In diesem Sinne wünsche ich euch ein paar Ruhe und besinnliche Stunden im alten Jahr. Wünsche euch einen guten Rutsch. Und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr frisch und munter wieder. Allen, denen es nicht so gut geht, gute Besserung. Euch allen anderen natürlich hoffe ich, dass ihr gesund bleibt. Und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Tschüss!